Und zack, sind wir da. Herzlich willkommen zum DERCHO-TV-Podcast. Schönen guten Tag. Erstmal herzlich willkommen an dieser Stelle. Und für die, die es auf YouTube sehen, wir sind ja auch wieder auf Soundcloud zu finden, die es auf YouTube sehen, werden sich wundern, wer diese zwei Gesichter dort sind. Die zwei Gesichter hinter dem Ton, okay, den einen kennt man ja, das bin ich. Ne? Man sieht mich ja überall immer wieder und man sieht jetzt auch endlich mal mein Headset und so weiter. Und man kann sogar sagen, fast das komplette Studio, wenn ich mich mal hier komplett knete. Und einer, der andere natürlich, die andere Stimme, der Dauergast, würde man sagen. Aber natürlich ist das hier ganz einfach der zweite in diesem Bunde in unserem Podcast, das ist der Marvin. Guten Tag. Guten Tag, und man sieht auch eigentlich mein ganzes Wohnzimmer schon. Genau. Mehr habe ich nicht. Ja, mehr hat er nicht. Es ist ein Zimmerwohnung, ist alles Küche, Bad und alles ist dabei. Nein. Alles in einem. Ja, alles in einem. Geht direkt zur Toilette. Geht direkt hier neben mir. Nein, Quatsch. Steht die Schüssel dort. Oder so ein Eimer mit so einer Art Schüssel. Nein. Habe ich heute von meinem Cousin gesehen. Er hat so ein Teil, wenn er angeln fährt, nimmt er das immer mit und so weiter. Das ist so geil. Viel. Ja, der ist gerade am Umziehen und der ganze ganze Kram aus seiner Garage kommt jetzt bei uns in die Garage. Und baut jetzt ein Haus in der Nähe seiner Kinder und so weiter, aber wir wollen ja darüber nicht reden. Für die, die sich wundern, warum bei Marvin eine Maus zu sehen ist, das merke ich geradewegs auch, es liegt einfach daran, dass wir natürlich das Skype-Bild hier abgreifen. Und der kleine Hinweis an euch natürlich, das ist jetzt erstmal so ein Test für die, die auf YouTube diesen Podcast jetzt richtig in Anführungsstrichen sehen wollen. Ich muss immer in die Kamera gucken und das ist ausnahmsweise mal besser, als wenn ich hier im Studio bin. Ich kann mal kurz auch mal wirklich aufstehen und mal zeigen, da ist das Studio. Das ist das DERCHO-TV-Studio. Es sieht richtig schäbig aus, ja klar, ich weiß. Und man sieht es, hier ist die Softbox, da ist die Kamera. Man denkt wirklich, das ist alles möglich. Und dann ist da der Tisch und natürlich der Stuhl ohne Lehne. Ich greife irgendwie in die Mitte, ne, um zu zeigen, ja, da ist es wirklich. Ne, und dann greife ich rein und dann nehme ich es einfach wie ein kleines Spielzeug. Nein. Und hier an dieser Stelle ist dann halt der Schreibtisch und alles Mögliche. Und ja, ich mache unfreiwillig Werbung für Giga. Aber fürs alte Giga, was es nicht mehr gibt. Das Moment, apropos Giga, ich bin sofort wieder da. Okay. Da gibt es jetzt apropos Giga. Oh mein Gott, jetzt kommt. Jetzt machen wir ein bisschen Giga-Promotion hier. ein bisschen Giga-Promotion, ne? Also wie schon gesagt, dieser Hintergrund wird ja nicht ewig bleiben, denn wie ihr natürlich wisst, ich habe ja vor, im Sommer umzubauen. Und jetzt kommt... Nein, er hat die Nein! Ich bin gerade mal in den Westflügel gelaufen. Ja, in den Westflügel. Und ich habe beim Umzug hab ich was entdeckt. Oh Gott. Die alte, uralte Gigatasche. Alter, die von 2007. Oh, das ist die beste überhaupt gewesen. Es gab ja auch die Gigataschen mit dem roten, also mit dem orangen Giga-Logo, mit dem Giga-Games-Logo. Genau. Oh, die fand ich auch immer geil. Ich dachte schon, ich hätte die schon Ewigkeiten irgendwie nicht mal weggeworfen. Ich habe die beim Umzug wieder entdeckt und... Spielen geht immer, das war noch geil, eine geile geil. Zeit. Ja, spielen geht immer. Und dann noch in dieser schönen Prototype, nee, nicht Prototype, ganz anders hieß die. Prototype war ja die Schrift dann danach, nach dem Relaunch. Ja, genau. So war das. Ja. Aber wir wollen heute im Podcast nicht über Giga reden, sondern über was anderes. Es hat auch was mit Spielen zu tun, Gott sei Dank. Wir zeichnen das ja an dem Tag auf, wo die Switch erscheint. Yeah, Switch-Hype! So muss man das sagen. Ich besitze die nicht, leider nicht. Ich kenne aber viele... die Switch besitzen und das ist auch sehr schön, also wie schon gesagt, für die, die die Switch haben, habt viel Spaß damit, sie ist richtig geil und schaut euch gerne nochmal das Thema dazu an, ist am Donnerstag hochgeladen worden zum Thema Nintendo Switch, haben wir nicht alles erzählt, aber einiges, weil einiges haben wir schon auch in den Update-Sendungen erzählt und auch hier beim Podcast, das ist auch dann immer wieder so gewesen. Wozu ich aber jetzt kommen wollte, und das ist eine super Überleitung, wo wir jetzt bei Nintendo Switch waren, zum Thema Gaming. In dieser Woche ist die Le Bombe geplatzt, und zwar nämlich die, dass DERCHO-TV Games, unser spontaner Spielestream, unser Livestream, wo wir immer zocken, wieder wechseln wird. Und zwar nämlich nur nach 4 Monaten wieder zurück zu Twitch. Ganz einfach, alles Kacke bei YouTube. Nicht alles, aber alles Kacke. Ne, man muss eigentlich nur so viel sagen. Ich habe in den letzten Tagen irgendwie auch bemerkt, ich hatte Diskussionen mit
mit Freunden, die ich über andere kennengelernt habe, und, durch eine Community, durch eine andere Community kennengelernt habe und wo es natürlich hieß, dass Twitch deutlich besser ist im Bereich Games Streaming als natürlich YouTube. YouTube hat da natürlich die Funktion auch, aber man muss auch natürlich sagen, und das ist auch generell ein Fehler von YouTube aus gewesen, dass man es auf der Startseite bei YouTube, beim normalen YouTube, nicht findet. Also wirklich, man muss einen Livestream, ein oder zwei Livestreams geguckt haben, um überhaupt zu sehen, dass da was ist. Und ich habe mir dann natürlich beschlossen, weil ich und Marvin ja diejenigen sind, die ja hier immer am Stream sind, ich ja ohne Bild, Marvin ja mit Bild, ich bald demnächst auch mit Bild, gucken, ob die Leistung des Laptops es aushalten wird. Ja, das ist immer so eine Frage, aber ich versuche es mal, geradewegs zu dem Spannenden, was ich ja vorhabe, Valdi versus das erste, also ich gegen ein Spiel, so ungefähr, das Spiel muss ich in einer bestimmten Zeit durch, beziehungsweise ein Level erreicht haben. Und deswegen ist es uns dann auch eher dann doch leichter gefallen, zurück zu Twitch zu gehen. Das Problem war, wir haben vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen eine Umfrage erstellt. Ich war das Ding. Und wir haben natürlich gefragt, sollen wir zurück zu Twitch oder auf YouTube bleiben? Ich habe da jetzt auch im Nachhinein, und das wohl seit Beginn, seit der Ankündigung vorgestern, am Mittwoch war das, Dienstag, Mittwoch war das ungefähr, wo wir es angekündigt haben. Und Dienstag habe ich gestreamt, genau, Dienstagabend habe ich gestreamt, Mittwoch habe ich es bekannt gegeben, so war das. Habe ich bemerkt, dass wahrscheinlich, aber ich bin es mir nicht sicher, also das ist nur eine Vermutung, alternative Fakten, wie man es ja auch gerne heutzutage nennt, das Ganze natürlich darauf basiert, dass viele gedacht hätten, wir würden jetzt mit unserem ganzen Kram zu Twitch gehen. Das ist kompletter Humbug. Der Livestream, der ist eigentlich nur zu YouTube gegangen, weil erstens, ne, habe ich mir gedacht, alles auf einem Platz wäre super. Das Problem ist aber auch, dass die Technik bei YouTube meistens halt nicht so gut mitspielt. Das hat Marvin mitbekommen, das habe ich mitbekommen. Wir hatten teilweise Probleme, den Stream zu starten, das dazu geführt hatte, dass entweder die Streams ohne Bild, ohne Ton und was weiß ich nicht alles geklappt hat. Und deswegen es zumeist dazu kam, dass wir gesagt haben, okay, das ist halt nicht geradewegs auch noch der Knackpunkt. Außerdem, dass wenn wer streamt, das ist natürlich klar, nicht alle auf YouTube gucken sich Games an, das ist auch natürlich bewusst. YouTube ist kein Gaming-Portal, YouTube ist ein Videoportal. Und der Hauptgrund, natürlich, klar, DerchoTV bleibt auf YouTube, das sowieso, weil eine andere Videoplattform wäre, glaube ich, der Untergang für dieses Projekt. Und da wollen wir einfach nur sagen, alles bleibt beim Alten, nur der Stream erscheint jetzt oder sendet nur noch live auf Twitch. Das natürlich wie gewohnt, spontan und live. Wir kündigen an, wann wir streamen werden. Ich kann schon mal sagen, wenn ihr diesen Podcast seht, also sprich am 4.3. gibt es morgen am 5.3. irgendwann den letzten Stream auf YouTube. Das ist definitiv der letzte Stream. Das möchte ich auch nochmal sagen. Und für die, die halt natürlich sich freuen, dass es nun soweit ist, dass sie endlich sagen, ja geht doch, endlich mal habt ihr den richtigen Schritt gewagt. Das haben wir auch. Weil man muss natürlich sagen, keine Erfahrung sammelt, lernt man nichts dazu. Ne? Das ist natürlich klar. Ich setze mal ein bisschen runter, ne? Damit man auch mal ein bisschen mehr sieht, obwohl, ne, das sind Klamotten. Sollte man nicht sehen. Egal. Und es gibt halt immer wieder Möglichkeiten, halt mal auszutesten, der YouTube-Livestream, also die YouTube-Livestream-Funktion, die werde ich weiterhin auch nutzen, oder die werden wir generell weiterhin nutzen. Vielleicht, um sogar auch mal den Podcast live zu machen, also das wäre auch eine tolle Möglichkeit, vielleicht ja. Irgendwann mal demnächst mal zu einem bestimmten Anlass den Podcast mal live zu machen, wäre auch eine tolle Möglichkeit. So könnten wir unter anderem mal beispielsweise auch darüber reden. Ich bin jetzt am Sonntag, darüber werden wir auch gleich reden, bei den Oscars gewesen. Nicht vor Ort, sondern habe mir die Oscars ich war in Los Angeles, ja, aber auf der Couch. Nein, habe ich mir die Oscars natürlich angeschaut, komplett durch, und war zu hören, weil ein Bild war nicht möglich. Bei Non-Frog-Leg, da möchte ich gerne darauf hinweisen, check deren YouTube-Channel ab, die streamen auch ab und zu mal, geradewegs zu besonderen Anlässen wie den Oscars. Das haben sie schon zum 6. Mal gemacht, jetzt werden sie auch zum Eurovision Song Contest was machen. Da will ich auch, oder da werde ich wohl auch dabei sein, also wir von der ErchoTV werden darüber nur berichten und wenn schon, glaube ich, ein Thema dazu machen oder bei Update Media nochmal darüber reden, aber so generell werden wir darüber live-technisch nichts
machen. Punkt. Das ist der Punkt. Somit werde ich wahrscheinlich ausprobieren wollen, wie es mit Wahlsendungen aussieht. Also da wird es natürlich ein bisschen tricky, weil solche Wahlsendungen müssen vorbereitet werden. Aber wir werden weder noch Experten haben, weder noch Meinung noch von... Greenscreen. Oder ja. Noch ein Touch-Bildschirm, so ja, 8 Meter groß. Genau. Ich kaufe ihn mir extra, stelle ihn dann da hinten hin, wo jetzt der Schrank steht, ne, und dann sage ich, hier ist die Hochrechnung. Und dann funktioniert er nicht. Und dann muss ich wie Gernot Hasknecht einen Baseballschläger neben draufschlagen. Nein. Der darf nicht funktionieren. Das ist ja der Sinn der Wahlsendungen. Genau. Der muss immer am Anfang irgendwie rumspacken. Ich habe ja immer meistens das Gefühl, diese Touchscreens sind keine Touchscreens. Ja, dass so jemand in der Regie wirklich sitzt und sagt, ja komm, tu mal so, als ob. Scheiße, Einsatz verpasst. Genau, so ungefähr. Ja, das ist ja meistens immer so. Nee, aber vielleicht mal dann halt, um irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde über die Wahl zu berichten, also sprich, einfach mal die Hochrechnung oder auch die Prognose dann rauszugeben, anstatt dann irgendwie ein, zwei Stunden zu warten, um dann ein Spezialvideo zu machen. Währenddessen dann das Spezialvideo produziert wird, kommt eine neue Hochrechnung, was ich dann auch nicht mag. Und da eignet sich dafür dann der YouTube-Stream, aber auch der Facebook-Stream, beziehungsweise Facebook Live. Aber Facebook Live über normalen PC zu machen, ist, glaube ich, im Moment nicht möglich. Ich weiß es nicht, ich habe die Funktion bis jetzt noch nie ausprobiert. Weswegen aber dann Thema Livestream für uns jetzt, sagen wir mal so, auf YouTube nicht gegessen ist. Also da gibt es wahrscheinlich ein oder zwei Möglichkeiten, das immer zu machen. Spontan, halt immer wieder und halt unvorbereitet. Bedeutet wirklich, wir gehen in die Wahlsendung vorbereitet rein. Aber werden halt natürlich weder Gäste noch haben, weder noch irgendwelche Expertenmeinungen. Ihr werdet einfach wahrscheinlich mein Gelabere hören, Meinungen, Reaktionen irgendwie, die ich aus Twitter nehme oder so. Und das war's auch. Mehr wird's auch nicht geben und das eine ganze Stunde und dann werden wir halt sehen, wie das Ganze ablaufen wird. So genau. Einfach also, ist das. Gaming auf Twitch, alles andere auf YouTube. Auch einfach darum, weil Twitch zwar diese IRL-Funktion hat, aber du trotzdem, ich glaube, dafür besser YouTube benutzen könntest für sowas. Genau. Ja, wir wissen ja auch, die Rocket Beans sind ja gewechselt zu Twitch, von Twitch zu YouTube, weil sie auch natürlich nur mehr und noch eine höhere Zielgruppe erreichen. Wir wissen, Twitch ist eigentlich generell geeignet, um natürlich Spiele zu zeigen, natürlich. Und das ist ja gut, und der Sinn der Sache. Rocket Beans konnte halt eben auf Twitch nicht das alles machen, was sie jetzt auf YouTube machen können. Genau. Weil Twitch auch generell sagt, wir sind eigentlich nur rein Gaming. Genau. Jetzt haben die zwar Musik und IRL und Social Eating und sowas, aber trotzdem, es reicht halt für die Bohnen einfach nicht. Genau, und das ist dann halt auch der Sinn der Sache, dass wir dann sagen, wir machen mit Dercho TV Games oder besser gesagt mit Games Live halt dann natürlich unseres Zocker-Streams, die dann auch wie gewohnt natürlich kommen. Bei mir jetzt Gott sei Dank in besserer Qualität. Das hat man am Dienstag bemerkt. Ich habe einfach mal die FPS höher gesetzt. Das ist it's magic, würde man sagen. In welcher FPS streamst du? Wie meinst du das jetzt? Du hast die FPS hochgestellt. Ja, jetzt auf 27. Also die standen ja jetzt bis gestern noch auf 30, aber das hat auch mit den Videos zu tun, die wir hier aufzeichnen. Ihr habt ja das Ankündigungsvideo am Dienstag ja gesehen, wo ich angekündigt habe, ich verlasse Manicam mit sofortiger Wirkung. Warum auch? Ja, ganz einfach. Wahrscheinlich seht ihr dieses Video jetzt und wundert euch, die Quali ist so gut, ne? Geradewegs, um natürlich auch zu sagen, warum auf einmal ist das richtige 720p? Ganz einfach, weil... Sag. Ja, weil ich ja jetzt einfach das alte Programm Manicam entfernt habe und mir jetzt einfach mal OBS zugelegt habe. OBS besitze ich ja jetzt schon zum Stream generell, auch zum Aufzeichnen der Let's Plays, also jetzt beispielsweise Pokémon Perl und Sims 3 und natürlich auch für den Livestream, also für den Games Livestream. Und, also ihr merkt, wir werden immer professioneller. Genau, professioneller werden wir, auch wenn wir vor der Kamera rauchen, aber das führen wir wieder ein. Ist egal, mach. Wir sind Trendsetter, wir werden das wieder einführen, das ist mir egal. Das ist mir Schnuppe und wenn dann halt... Im Tatort rauchen die auch. So. Ja, genau. Und bei wie heißen sie? Bei RTL Plus haben sie anfangs auch immer geraucht. Ja, und hier bei Schulz und Böhmermann rauchen die auch. Genau, stimmt. Soll ich noch den Whisky rausholen? Ich hab keinen hier. Nein. Den habe ich schon weggesoffen. Nein. Ich hab was drüber. Ja. Und es ist jetzt generell auch so gesagt, mal einfach mal klarzustellen, wir wollen zurück auf Twitch, weil einerseits natürlich
da gibt es eine größere Game-Community. Wenn wir wie Marvin Battlefield 1 zockt oder ich Sims 3 oder ETS 2 oder Pokémon mal beispielsweise zocken. Ich habe ja Poke-MMO gefunden und ich habe gesagt, ich will das mal irgendwann im Stream mal spielen, damit ich dann mal auch gucken kann, ha, wer guckt sich das vielleicht an und wer macht das überhaupt? Und außerdem, wenn es mal irgendwann mal möglich ist hier, ne? Ein Pokémon-MMO? Ja, Pokémon-MMO. Poke-MMO heißt das. Kenne ich gar nicht. Ja, dafür musst du aber die ROMs von, ich glaube, Heart Gold, Soul Silver und Feuerrot, Blattgrün, glaube ich, und sogar von Rubin und Saphir haben. Ach du Scheiße, okay. Ja, die muss man einfach nur haben, dazu installieren mit dem Klienten und dann läuft das. Und dann sieht das halt so aus, als würdest du ganz normal spielen. Es ist halt nicht so generell, wie man es von den Spielen her kennt, aber es ist halt auch generell cool, du musst da halt einen Nickname erschaffen, du kannst da deine Pokémon nehmen. Das Beste dabei ist ja, du kannst entweder entscheiden, ob du in Kanto startest oder in Höhen, obwohl ich frage mich, zu was eigentlich Heart Gold und Soul Silver dabei, aber da laufen dir dann auch die Pokémon hinterher. Halt entsprechend kannst du das einstellen, das ist so ein riesiger, ist ein geiler Shit, habe ich ab und zu jetzt gespielt. Würde ich aber gerne im Livestream spielen, weswegen ihr dann mal einfach mal nächste Woche oder mal die nächsten Wochen mal einfach darauf achtet. Und um dann natürlich das ganze Thema Twitch abzuschließen, wie schon gesagt, Twitch ist dafür besser geeignet, um zu zocken. Und dass wir dann halt, wie schon auch erwähnt, dann die Streams, einige Streams werden wir dann halt auch auf YouTube hochladen. Falls wir nicht vergessen, den Aufnahme-Button zu drücken. Und sonst seht ihr das dann halt für eine gewisse Zeit auf Twitch. Und bei Twitch ist es ja auch möglich, unter anderem eurem, nicht nur euer Amazon Prime-Account mit zu verbinden, sondern auch Clips hochzuladen, beziehungsweise auch ganze Videos, würde bedeuten, dass wir dann auf Twitch und auf YouTube die jeweiligen Ausschnitte hochladen, beziehungsweise die Streams hochladen werden und fertig aus. Und es kann, wie schon gesagt, auch nur Twitch-only Streams geben. Also bedeutet, dieser Stream wird nur auf Twitch zu sehen sein und nicht auf YouTube, beispielsweise, wenn auf Twitch mit Musik erlaubt ist, aber auf YouTube das dann halt dort als kleiner YouTube-Channel da halt ein paar Probleme mit der GEMA geben wird, obwohl das auf Twitch ja genauso ist. Und was bei Twitch halt sehr schön ist, drückt er immer auf den Follow-Button, dann kriegt er immer eine E-Mail, sobald wir live sind. Genau, oder halt über die Twitch-App mit der Benachrichtigung. Um natürlich auch nochmal zu sagen, Twitch-Partner sind wir nicht, dazu müssten wir regelmäßig 500 Zuschauer haben, was leider auch da nicht möglich ist. Das kenne ich auch von den lieben Kollegen oder lieben Leuten von Nerdstar. Und damit weiche ich zu einem anderen Thema aus, damit wir so langsam in den Podcast reinkommen. Ich sehe schon, wieder eine Viertelstunde labern wir schon. Und ich möchte auch nochmal dann kurz ankündigen, dass ich am Montag, wenn alles gut läuft, bei Nerdstar zu Gast bin. Nerdstar, die haben sich seit diesem Jahr selbstständig gemacht. Echt ein geiles Projekt von Nerds für Nerds. Gehen über... Der Kaffee ist leer. Zaubern. Ja, Podcast. Der Zauber-Podcast. Ne? Hieß das nochmal von hier, wie hieß der Löffelbieger? Acham Stein Schalosch oder so? Ja, genau, Acham Stein Schalosch, ja. Ach, wer heißt der? Der auf den Löffel. Uri Geller. Uri Geller, ja. Genau. Pokémon-Vergleich, egal. Bei Nerdstar sind wir stehen geblieben. Die Jungs haben sich seit Anfang dieses Jahres selbstständig gemacht. Das ist unter anderem der Marci und der Dirk. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und und ich bin am Montag bei denen zu Gast und werde wahrscheinlich mit denen Rocket League spielen. Noch nie gespielt. Ich finde das Spiel geil, aber noch nie gespielt. Und zwar nicht in einem besonderen Rahmen mit dem Namen Raclette League. Ja. Okay. Raclette essen und Rocket League spielen. Geil, ich ja. auch. Ja. Ich muss noch irgendwie zurück. Vielleicht kannst du nach Bielefeld kommen. Ich muss leider arbeiten. Ja. Schade. Nee, aber da werde ich am Montag zu Gast sein und auch mit denen so ein bisschen schnacken, wie das Ganze natürlich abläuft. Ich empfehle deren YouTube-Channels, es gibt verschiedene. Es gibt eine Kinosendung mit Comics, also auch wo über Comics geredet wird und Serien. Es gibt eine geile Community, die Nerdstar Family auf Facebook, also da weise ich gerne darauf hin. Ich mache gerne Werbung für die. Die haben ein bisschen mehr Werbung verdient als, jetzt würde ich nicht sagen wir haben natürlich auch Werbung verdient, aber auch für die, weil ich weiß, die beiden stecken da so viel Zeit rein. Als Selbstständige muss man das auch natürlich sehen und am Montag werde ich sie natürlich besuchen und mich natürlich halt auch darüber freuen. Also die verfolgen auch zum Teil auch ein bisschen uns, also ich habe mich ja dort beziehungsweise auch mal gemeldet, um vielleicht den ein bisschen beizusteuern, mal gucken, was da so entstehen kann, vielleicht bin ich da bei denen vielleicht auch nicht, weil öfters vor der Kamera, weil ich gesagt habe, wenn ihr jemanden braucht, irgendwie, wenn ihr Bock habt, mich nochmal dabei haben wollt und so weiter, meldet euch einfach, ich komme dann halt vorbei.
Man muss mir nur einen Schlafplatz geben, der Rest erledigt sich von selbst. Und sonst halt bin ich am Montag dort zu Gast und das so gegen, ich glaube, 19 Uhr oder so startet es. Also ich werde, das kündige ich auch schon mal an, auf Facebook vielleicht ein oder zwei Facebook-Livestreams machen. Hängt davon ab, wie das Internet in Bielefeld ist. Es gibt ja angeblich Gerüchte, Bielefeld existiert nicht. Was? Ja. Investigativer Journalismus wird am Montag herrschen hier. Der EchoTV deckt auf. Neues Format in Planung, na toll. Ich noch weiß, ein investigativer Journalismus. Der EchoTV Mystery. Ja, genau. Ja. Ich bin der Ayman Abdallah von der EchoTV. Ach du Jemini. Das kann noch was werden. Nee, aber ich freue mich da halt auch dabei zu sein mit den Jungs. Ist eine geile Truppe, wie schon gesagt. Ich bin da auch bei denen im Discord. Auch so eine Art TS, Skype, schieß mich tot. Und die sind generell krasse Leute, geile Leute, die stecken da viel Herzblut rein und die haben so viel Aufmerksamkeit verdient, also wirklich unterstützt die. Ich werde da wohl wahrscheinlich am Montag, wenn ich da mal irgendwie die Möglichkeit habe, das auch nochmal live sagen. Und bestimmt kommt dann ein oder andere Mal, Schlämer! Das ist ein Schlämer! Nein, also wirklich, das wollte ich auch nochmal loswerden, weil das habe ich wahrscheinlich dann auch schon, weil das Video kommt ja nach Update-Medien als Upload, weswegen ich das dann auch nochmal erwähnen wollte mit dem ganzen Kram hier. So, der Marvin geht kurz weg, wahrscheinlich auf Toilette, ich weiß es nicht. Und das sei auch nochmal erwähnt, um das nochmal dann hier klarzustellen. Und das sei auch nochmal so gesagt, dass ihr selbstverständlich auch hier beim Podcast dabei sein könnt, um natürlich auch Vorschläge zu geben, die auf YouTube jetzt zuschauen. Weil auf YouTube sieht man uns. Ich hoffe auch, das funktioniert, das Ganze, weil mein Laptop natürlich hier jetzt volle Leistung am Arbeiten ist. CPU bei ungefähr 40% am Arbeiten und natürlich soll hier das Bild auch gut kommen. Sollte das Bild etwas haken, dann sichere ich natürlich zu, dass dass dann wenigstens meine Bildqualität auf etwas weniger läuft. Aber das ist ja alles dann hier trotzdem noch, ich würde mal sagen, 720p fähig, aber Hauptsache so, dass ihr keine Pixelsuppe erkennt. Und wir kommen jetzt endlich mal zu den ganzen Themen, die im letzten Monat passiert sind. Ich habe eigentlich so, ehrlich gesagt, nicht richtig geachtet, was passiert ist. Eigentlich derselbe Kram wie im Januar, ne? Donald Trump, die SPD und das war's. Mehr nicht. Das war's. Tschüss. So. Tschüss, das war's. War wieder eine schöne Sendung. Bis zum nächsten Monat. Nein, es gab natürlich viel mehr und was ja auch dann wie immer Ende November ist und das tue ich mir jetzt auch mal an. Ich muss ja jetzt auch mal ein bisschen darauf achten, ob dann jetzt auch noch im Hintergrund das Bild läuft. Oh ja, du bewegst dich noch, Marvin. Das ist ja sehr gut. Ja, weil sonst, ich darf das Bild nur nicht minimieren. Das darf ich nämlich nicht. Sonst eigentlich nicht. So, die Oscars nämlich waren ja am letzten Wochenende, halt die Klappe, Handy. Ich dachte, das wäre ich schon. Ja, wenn es wirklich zwei Smartphones sind, dann ist es nie gut. Zwei selbe Smartphones. Ne? Ja, das sind zwei Smartphones, ne? Das ist ja halt normal. Ne? Das ist klar, ne? So kann man das sehen. Und es gab am Wochenende die Oscars, das kann man auch nochmal schön erwähnen. Und es gab zum Schluss die Megapanne, also wirklich die Panne des Jahres, würde ich sagen. Skandal. Ne? Ja, ein Skandal, nämlich es gab die letzte Kategorie, die Königskategorie, Best Picture und nominiert waren unter anderem auch La La Land, die haben glaube ich 6 Oscars abgeräumt oder so von möglichen gefühlten 1000 und es gab am Ende dann halt natürlich eine riesen Irritation. 2 Schauspieler, 2 bekannte alte Säcke, dessen Name ich jetzt mal einfach nicht sage, beziehungsweise da gehen wir jetzt einfach mal hin, wo war das, bester Film, da ist es. Bester Film wurde ja präsentiert von Rowan Beatty und Faye Dunaway, wohl bekannt. Und es gab dann halt natürlich die Kategorie Bester Film und nominiert waren unter anderem Manchester by the Sea, Lion, der lange Weg nach Hause, La La Land, Hidden Figures, Hell or High Water, Hacksaw Ridge, Francis und Arrival und natürlich auch Moonlight. So, hast du davon einen gesehen? Nein. Gut, ich auch nicht. Ja, weil ich bin mir aber sicher, Manchester by the Sea ist gut und auch Arrival habe ich auch immer wieder gehört, als ich ja beim Non-Frog-Leg, also beim Oscast dort dabei war. Ich muss mal ganz kurz was machen, ich wundere, wenn ich aus dem Bild verschwinde. So, jetzt müsste, glaube ich, alles besser sein. Und es gab eine Riesenirritation, es wurde La La Land genannt, aber ich glaube, das war sogar der Regisseur von La La Land, hat sogar gesagt, das stimmt nicht, Moonlight hat gewonnen. Und es gab eine Riesenpanne. Der Grund ganz einfach, es gibt eine Firma, die macht die Umschläge für die Oscar-Verleihung.
Und aus Versehen hat einer derjenigen, der jetzt lebenslanges Oscar-Verbot hat, also er darf nie wieder dahin. Das ist echt Hammer. Arme Sau, sag ich nur. Hammer. Ne? Darf jetzt, hat einen falschen Umschlag in die Hand gedrückt und zwar nämlich sogar auch noch den, glaube ich, für beste Schauspieler, Hauptdarstellerin, glaube ich. Nee, beste Hauptdarstellerin, weil Emma Stone hat da gewonnen. Und dann aus Versehen den falschen, falsche Kuvert gegeben. Und dann musste das nochmal korrigiert werden. Ich glaube, an diesem Moment hätte Donald Trump gesagt, it's fake news. It's fake, it's absolute fake. I'm the truth, I'm not the alternative fact. Also, ja. Und nein, ich bin kein Donald Trump-Synchronisator oder sowas. Und das ist wirklich eigentlich ein Riesenskandal gewesen. Es gab aber auch noch einen zweiten Skandal, und zwar nämlich als den Verstorbenen, das habe ich nämlich auch gelesen diese Woche, als den Verstorbenen geradewegs so gewidmet wurde, im Memoriam, da wurde ein Bild eingeblendet von einer Frau, die noch lebte. Oh. Ja, falsches Bild eingeblendet, aber die Person, die da drauf stand, ist tot, also gestorben letztes Jahr, aber falsches Bild von der Person. Und die Person, die das dann natürlich gesehen hat, hat sich dann auch geschämt und hat gesagt, das ist enttäuschend, so ungefähr. Aber man kann natürlich nochmal sagen, wer denn alles gewonnen hat. Also unter anderem, beste Regie war Damien Chazelle für La La Land. Hauptdarsteller war nicht Ryan Gosling, sondern Casey Affleck, der Bruder von Ben Affleck mit Manchester by the Sea. Beste Hauptdarstellerin Emma Stone in La La Land. Bester Nebendarsteller. Jetzt kommt Mahershala Ali. Gesundheit. Genau, mit Moonlight. Beste Nebendarstellerin Viola Davis in Frances. Bestes adaptiertes Drehbuch war Moonlight. Bestes Originaldrehbuch ist Manchester by the Sea gewesen. Beste Kamera war von La La Land. Bestes Szenenbild ebenfalls. Bestes Kostümdesign ebenfalls. Die fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Da waren unter anderem nämlich auch Florence Foster Jenkins nominiert. Jackie, die First Lady, Elliot, Vertraute Fremde und La La Land. Beste Filmmusik, ebenfalls La La Land. Bester Filmsong, City of Stars, ebenfalls La La Land. Bestes Make-up, Suicide Squad. Und man muss sagen, Star Trek Beyond war auch dabei. Suicide Squad. Suicide Squad, ja. Der Film so richtig scheiße gewesen, dann habe ich gehört. Der ist Bombe. Sarkastisch oder gut? Sarkastisch. Sarkastisch, okay, ihr habt es verstanden. Sarkastisch. Willkommen in der Sarkasmus-Show. So, bester Schnitt war dann Hicksaw Ridge. Bester Ton war Hicksaw Ridge. Bester Tonschnitt war Arrival. Beste visuelle Effekte war Dschungelbuch. Also nominiert war unter anderem auch Rogue One. Schade eigentlich drum. Bester Animationsfilm war Zoomania. Bester animierter Film war der Film Piper oder Piper, je nachdem. Und jetzt habe ich Dingens aus Versehen. Egal, es läuft noch alles. Wir sind noch auf Sendung, keine Sorge. Dann bester Kurzfilm wurde Sing. Ja, nicht der Sing-Song. Bester Dokumentarfilm war OJ, Made in America. Bester Dokumentarfilm The White Helmets. Und bester fremdsprachiger Film The Salesman aus dem Iran. Und Toni Erdmann ist hier leider leer rausgegangen. Hat aber irgendwie den Filmpreis für die unabhängigen Kinos gewonnen oder so und ist, glaube ich, jetzt auch seit dieser Woche, also seit dem Ende der Oscars so gesehen, seit Ende Februar, so kann man das sagen, auch bei Amazon Prime zu sehen. Also wenn Amazon Prime Konto hat, kann sich das mal reinpfeifen. Ich habe mir vorgenommen, es mal zu tun. Vielleicht werde ich danach nicht mehr derselbe Mensch sein. Mal gucken, ich weiß es nicht. Immer wieder den Trailer gesehen, aber mir gedacht, den musst du dir mal angucken. Aber mal schauen. Und da ist halt natürlich dann auch viel, es ging auch viel so gesehen um die Politik von Donald Trump. Jimmy Kimmel hat moderiert, also ich bin nicht der größte Jimmy Kimmel-Fan, das weiß ich ganz genau, weil er mir alleine schon so unsympathisch wirkt. Ich weiß nicht, ich mag den einfach nicht. Ich kann ihn ab und zu in einigen Sachen leiden. Also er hat auch natürlich ein bisschen rumgestänkert gegen Donald Trump. Beispielsweise hat er ihm sogar einen Tweet geschickt, was mit ihm los sei, warum er nicht über die Oscars tweetet. Danach hat Donald Trump aber ordentlich losgelassen. Und natürlich gab es auch Standing Ovations für Meryl Streep, die ja ordentlich ja, sagen wir mal, die Nummer 1 oder einige der Hauptkritikern von dem US-Präsidenten Donald Trump ist, was ich auch natürlich richtig fand. Außerdem natürlich der Regisseur vom besten fremdsprachigen Film, Ashgar Farhadi. Er ist aus Protest nicht gekommen, hat natürlich in einer Erklärung abgegeben, die folgendermaßen lautete, Zitat, meine Abwesenheit geschieht aus Respekt vor den Einwohnern meines Landes und den 6 anderen Ländern, denen
durch den unmenschlichen Einreisestopp in die USA Verachtung entgegengebracht wird. Wer die Welt in Kategorien von wir und unsere Feinde einteilt, schafft Angst. Filmemacher können mit ihren Kameras gemeinsame menschliche Qualitäten einfangen und Stereotype über verschiedene Nationalitäten und Religionen aufbrechen. Sie erzeugen Empathie zwischen uns und den anderen. Eine Empathie, die wir heute mehr brauchen denn je. Fand ich eigentlich auch richtig. Und da muss man dann natürlich auch so sehen, dass das auch eigentlich so ein richtiger Zug war. Einen Tag davor haben auch einige Schauspieler auch protestiert gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump, was ich auch eigentlich richtig fand. Also generell muss man eigentlich auch wissen, wenn man Länder, wo eigentlich ja auch Terrorverdächtige herkommen, direkt für alle dicht macht, also für ein Land dicht macht, dann ist das schon eigentlich eine idiotische Idee. Das muss man auch nochmal sagen. Sonst generell waren die Oscars eigentlich sehr gut. Ich habe es zum ersten Mal komplett durchgeguckt. Letztes Jahr ja nur bis Leonardo DiCaprio den Oscar bekommen hat. Und dann bin ich eingepennt. Aber diesmal, weil ich ja mit bei so einer Art Second Screen ja mit dabei war, habe ich dann natürlich durchgemacht bis 6 Uhr, so bis 6:30 und habe danach auch nur 3 Stunden gepennt. Also ich war, man hätte mich nicht sehen sollen. Ich war wirklich fix und alle mit dem Oscars oder generell mit dem Thema Oscar. Aber mal schauen, wie das sein wird. Nächstes Jahr dann mal gucken, wo ich dann diesmal dabei bin. Ich glaube, wir selbst machen das nicht, weil ich bin mir sicher, danach wird es ein 12 Stunden langer Schnarchcast oder sowas. Ja. Ich habe auch nämlich die Befürchtung gehabt, das war wirklich so, ich hatte die Befürchtung gehabt, dass ich eventuellerweise wirklich dort einpennen werde und dass man von mir nur noch ein... Und schlecht. Ja, ich habe wirklich Angst gehabt, aber ich habe durchgehalten, wirklich. Nur Wasser getrunken, nichts gegessen und immer wieder mich ein bisschen bewegt, um natürlich keine Müdigkeit vorzutäuschen. Deswegen ich mir dann gesagt habe, ja, wenigstens du hast es überlebt, aber dann penn wenigstens nochmal 3 Stunden, damit du fit bist. Genau das ist es auch, was wir hier brauchen. Genen. Ja, mehr für Genen. Steckt normalerweise an, aber das braucht ein bisschen wegen Internet und so, deswegen gehen ich. Ja, leistungslang. Genau. Aber so gesehen, im Allgemeinen waren die Oscars jetzt auch geradewegs nicht so toll. Also ich habe mich ja wenigstens gefreut, dass mein Lieblingsschauspieler of all time, nicht David Hasselhoff, sondern Jackie Chan dabei war, der ja letztes Jahr ja schon den Ehren-Oscar bekommen hat, endlich mal. Und es ist eigentlich generell eine tolle Verleihung gewesen. Es gab Süßigkeiten für alle und ja, da muss man eigentlich auch immer wieder sagen, es ist eine tolle Veranstaltung gewesen, aber so gesehen mal abwarten, was es sonst noch bringen wird. Ja, kommen wir dann halt zu einem anderen Thema und damit kommen wir leider jetzt zum Politischen, was leider in diesem Podcast wieder sehr oft sein wird. Und zwar geht es um Deniz Yücel. Jetzt fragt man sich, wer ist das? Ganz einfach. Wer die Nachrichten in letzter Zeit gesehen hat, auch hier bei uns, hat natürlich eine Menge mitbekommen über diesen Fall. Es geht um den Weltjournalisten Deniz Yücel, der vor 2 Wochen ungefähr... Ja. von der türkischen Polizei festgenommen wurde, angeblich wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung. Dafür wird er auch angeklagt, ihm drohen 10 Jahre Haft. Und man muss jetzt mal sagen, so langsam wird Angela Merkel wohl langsam wach und merkt, dass es in der Türkei so langsam mit der Pressefreiheit und generell, wie man Menschen mit anderer Meinung behandelt, mal so langsam klar wird, was da abgeht. Denn ich sag mal so, bis jetzt sind ja, sagen wir mal, deutsche Journalisten generell aus dem Ausland lebende, also im Ausland lebende Journalisten, die halt für ihren Verlag, für ihre Zeitung, für ihre Medienanstalt in der Türkei arbeiten, noch nicht verhaftet worden. Und zack, passiert es einem Deutsch-Türken. Punkt. Das ist, ja, was soll man dazu sagen? Also ich weiß auch nicht. Denn das wäre genauso, wie wenn Angela Merkel sagen würde, ja kommen Sie, Martin Schulz macht sie doch fertig. Ne? Also ich glaube, die Hälfte der deutschen Journalisten wären alle schon im Knast. Selbst Merkel würde das... Ja, nee, ich sag's das lieber. Problem bei ihm ist ja, gesagt, dass er ja Deutsch-Türke ist und die Türkei sagt, haha, er ist Landsmann von uns, deswegen halt man ihn jetzt auch so lange fest. Mhm. Ne? Was natürlich auch klar ist, Entschuldigung, wenn ich aus der Flasche trinke, haben nichts vorbereitet. Ja, ein Thema. Ja, was natürlich auch klar ist, dass klar, die Journalisten halt kritisch fragen und mag man das halt natürlich nicht. Ich will jetzt hier nicht auf irgendwelche Staatschefs wieder draufhauen, damit es wieder eine Staatskrise gibt oder so, weil das entwickelt sich jetzt auch von alleine. Letztes Jahr jetzt mit dem Herrn Böhmermann, der mal ausnahmsweise mal Satire betrieben hat und jetzt einem Journalisten, der einfach mal kritisch gegen die Regierung der AKP nachhakt
und auch kritisch gegen den Präsidenten Erdogan jetzt auch noch herschießt. Klar ist natürlich, da kann man es auch mit anderen vergleichen. Also da sage ich nur, schaut mal nach Amerika, schaut mal nach sonst wohin, wo halt natürlich, sagen wir mal, Oppositionelle, generell aber auch Kritiker quasi dem Mund zugebunden wird. Weil ich warte wirklich nur noch drauf, bis wirklich wieder der nächste Oppositionelle, scheiß drauf, ob in Russland, ob in der Türkei oder sogar in Amerika, irgendwie auf offener Straße umgebracht wird, nur weil er eine andere Meinung hat als der an der Macht ist. Weil ich weiß ja nicht, wie das bei manchen Präsidenten, Kanzlern, Regierungschefs, Premierministern, oder es ist ja alles dasselbe fast, es abgeht, wenn du mal so eine richtig fette Kritik abbekommst, wenn du mal wirklich heißt, du bist scheiße. Okay, generell fragt man sich jetzt, wenn man einem Präsidenten sagt, du bist scheiße, ne? Denkt man sich jetzt, meint er meine Politik oder meint er mich als Person? Okay, als Person ist es verletzender, dann würde ich dann auch natürlich sagen, du bist scheiße. Aber bei der Politik, dann ist es natürlich klar, weil man muss auch sagen, Demokratie lebt von Meinung. Um jetzt zu sagen, du bist scheiße, kann man als demokratisch sehen, glaube ich nicht. Da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Und generell ist eigentlich sozusagen, die Demokratie lebt von Meinungsäußerung. Das ist klar, von Pressefreiheit, von freier Meinung. Wir dürfen in Deutschland das sagen, sie steht unter Schutz, das ist klar. Aber generell, wenn wir auf andere Länder gucken, in den USA ist es genauso, wenn angeblich gefühlt halb Amerika bei der Amtseinführung Donald Trumps waren, was Trump selbst meint, aber in Wahrheit deutlich weniger da gewesen sind, wahrscheinlich nur 5% oder 2% der, überhaupt der Bevölkerung. Ich glaube nicht mal, ich glaube 0, schieß mich tot. Ach, und das dann als Alternative Fact zu verkaufen, da muss man eigentlich schon so langsam sagen, dass viele die Schnauze voll haben von der Wahrheit. Weil einerseits sind die Journalisten auch da, um die Wahrheit zu bringen. Jetzt kommt aber die andere Seite, weil ich ganz genau weiß, die jetzt geradewegs uns über YouTube zugucken, gleich schreiben wollen, aber, jetzt kommt das aber, ich weiß, es gibt Staatsfernsehen, die sind vom Staat gesteuert, die wollen einfach sagen, ihr sollt so oder so berichten. Es gibt Medienhäuser, die gehören diversen Mogulen, wo es heißt, ihr sollt oder so berichten. Wenn man Journalist werden will, das ist jetzt mein Aufruf, dann soll man wirklich sich an erster Stelle setzen, ganz oben, ich möchte unabhängig berichten. Egal, ob ich für den Staatsfunk arbeite oder für eine unabhängige, also für eine unabhängige Mediengruppe. Ne? Also bei den Privaten muss man natürlich gucken. RTL, ne, gehört zu Bertelsmann, RTL Group, bla und alles. ProSieben Sat.1 ist auch ein großes Konsortium. Da kenne ich auch niemand Großes. Und ARD und ZDF sind öffentlich-rechtlich, gehören nicht dem Staat an, aber natürlich klar, ne, man weiß, die Rundfunkgebühren, da sagt man ja, das sind Staatsgebühren, die dafür musst du zahlen, das ist quasi eine Fernsehsteuer oder so, würden viele sagen. Ich glaube, viele würden mir auch sagen, ja, der hat gesagt, das sind Staatsgebühren, ne, was man auch so sehen kann. Aber trotzdem, man weiß auch ganz genau, irgendwie muss man ja als Journalist von Geld leben, was ja irgendwo herkommt. Und wenn es geradewegs einer ist, der halt Kontakte zu Republikanern, Konservativen, Rechten, Linken oder Mitte, so mitten, keine Ahnung, irgendwelchen Journalisten hat, dann würde ich mich mal auch mal langsam fragen, zu was dann noch Journalismus betreiben, wenn man weiß, man soll nach der Pfeife tanzen, die halt, wie es halt sagen, weil dann bräuchten wir keine Nachrichten mehr, wir könnten einfach sagen, so ist es halt, ne? Cheffe sagt, Cheffe macht. Oder wir können einfach uns dagegen zur Wehr setzen, oder die Journalisten können sich dagegen zur Wehr setzen und sagen, wir wollen unabhängig berichten. Wir wollen unsere Meinung bzw. die Meinung halt dazu sagen. Klar ist natürlich, wenn du in den Kommentaren von Facebook, von anderen Seiten siehst, generell nicht soziale Netzwerke, dann siehst du halt, dort gilt angeblich die eigene Meinung. Aber wenn dann halt jemand kommt, der halt für ein großes Medienhaus arbeitet oder geradewegs jemand nahesteht, dann wird er sofort fertig gemacht, nur weil er halt dazu steht, zu seiner Meinung. Weil das erinnert mich jetzt auch an die Tage, wo jetzt ein YouTuber beispielsweise, dessen Namen ich jetzt hier nicht erwähne, was ich eigentlich auch nicht anschneiden wollte, auch gesagt hat, ihr müsst meine Meinung respektieren, aber ich nicht eure. Ne? Das ist generell keine Meinung, das ist einfach nur, ihr sagt und das, ich sage und das ist auch so. Weil das ja, bei dem YouTuber, nenne ich den Namen auch nicht, ist das für mich auch mehr PR wie alles andere. Ja, generell, also, ich habe das auch bemerkt. Ja. Ich wollte mir eigentlich privat auf Facebook, habe ich dazu was geschrieben und dann habe ich mir gedacht, ach komm, das ist eine Aufmerksamkeit für den. Außerdem wissen ja viele, was ich dazu von diesem Thema halte. Alleine, ich sag mal, nein zu Homophobie, Punkt. So, damit viele auch da nochmal wissen, ach, über den geht es. Ja.
Also sonst generell denken sich viele, was labern die denn da? Ne? Und man muss auch natürlich sehen und auch sagen, es ist bitter. Es tut ihm wirklich weh. Man will auch Journalist werden oder man ist Journalist. Und dann guckt man sich die Kollegen in Anführungsstrichen an. In Anführungsstrichen. Und dann heißt es irgendwie, ja, man arbeitet für einen Verlag oder für ein Haus, der halt natürlich dem oder dem nahesteht. Und der steht zu der und der Politik. Klar ist natürlich auch, die eigenen Parteien haben ihre eigenen Zeitungen. Wir wissen, jetzt will ich nicht die AfD ansprechen, die AfD hat ihre eigenen, die CDU, die SPD, die Linke, die haben alle auch ihre sozialen Netzwerke und ihre Webseiten, die sie überall auch mit ihren News füttern. Und das sind auch Journalisten, die da dran sitzen. Da sitzt nicht einfach so ein Sigmar Gabriel und sagt, das ist toll, gezeichnet Sigmar Gabriel. Das sind auch Journalisten, die halt für die Parteien arbeiten. Es gibt auch Zeitungen, die halt dafür bekannt sind, halt auch zu der Partei zu stehen. Das ist natürlich klar. Und damit habe ich jetzt nicht nur die AfD angesprochen, damit nicht gleich wieder viele AfD-Kritiker kommen und sagen, halt die Fresse! So ungefähr. Ne? Ich frage mich immer wieder, wenn viele dann schreiben, boah, ist das eine Hackfresse, der Moderator hier, der Host, der Horst. Ne? Ja, passt mal auf. Ne? Ich stehe wenigstens vielleicht auch nicht, zu meiner Meinung. Mal gucken, ne? Wer weiß. Ne? Und ich halte den Stift nicht extra in die Kamera, um zu sagen, aufpasse. Ne? Wir leben in einer Demokratie und die Demokratie soll man respektieren. Du kriegst Respekt von mir, ich krieg Respekt von dir. Das ist ja in Deutschland noch relativ okay, aber wie gesagt, sobald du halt eben in der Türkei saß, hier Erdogan ist doof, der macht den Pipi in die Hose, zack, verhaftet, Terrorpropaganda, ja. Oder gehörst du irgendeiner verbotenen Partei, hast nicht gesehen, zack, weg. Ja. Das wäre genauso, wie wenn die CDU einfach sagen würde, wisst ihr was, alle anderen Parteien sind scheiße, verbiete ich an. Ne? Ja, und wobei, ich glaube, Horst, der möchte egal, wenn man nicht. Wird Horst Seehofer Bundeskanzler, ich verlange sofort die Ausgliederung Bayerns von Deutschland, sofort. Ja. Und das sagt einer, der in Bayern geboren wurde. Also, ja. man hört's mir nicht an, aber ich komme aus Bayern. Ich darf das. Steht in meinem Geburtsurkunde. Das steht, genau, das steht drin. Habe ich selbst reingeschrieben. Ich will die jetzt nicht suchen, die ist gar nicht hier in diesem Raum. Die findet sich irgendwo anders. Ne, aber generell, Respekt mir, Respekt dir, so ungefähr. Und wenn man die Demokratie nicht respektiert, wenn man die Pressefreiheit nicht respektiert, wenn man die Meinungsfreiheit nicht respektiert, dann ist es auch keine Demokratie mehr, dann ist es auch keine freie Welt mehr. Und alleine ich dafür plädiere auch schon, weil wirklich, ich denke mir auch immer wieder, wenn Fernsehsender wie RTL, wie Sat1, ProSieben, N24 und die Öffentlich-Rechtlichen über die Türkei berichten, dann würde ich als Chefredakteur, würde ich wirklich sagen, wisst ihr was, wir schließen das Büro in der Türkei und machen für den Mittleren Osten anderes Büro irgendwo auf oder so. Das würde ich als Chefredakteur sofort sagen. Ich würde sagen, wenn das Studio in Istanbul wäre, würde ich sagen, wisst ihr was, wir machen das dicht, wir ziehen damit um, da wo es sicherer ist. Und wenn wir halt in die Türkei müssen, müssen wir halt in die Türkei. Punkt, aus, Ende. Klar ist natürlich, da wurde jetzt auch vor kurzem ja eine WDR-Journalistin festgehalten. Oder die hat für den WDR gearbeitet, wurde aber auch, glaube ich, dann wieder freigelassen, was dann auch natürlich schwer sein wird für viele Journalisten, halt über verschiedene Bereiche zu berichten. Klar ist natürlich, was Erdogan will, ist klar, er will mehr Macht. Das steht auch fest. Im April gibt es ein Referendum, Mitte April, und dafür wurde ja auch Werbung gemacht und damit, jetzt weiß ich auch wieder, war ja auch der türkische Ministerpräsident Yildirim war in Oberhausen zu Gast. Und in Oberhausen natürlich, Gott sei Dank war ich da nicht, und hat natürlich großartig Werbung gemacht für dieses Präsidialsystem. Das Problem ist leider nur, kommt dieses Präsidialsystem, ist Yildirim theoretisch gesehen und auch praktisch gesehen arbeitslos. Weil Präsidialsystem bedeutet, der Präsident, der Staatspräsident ist zugleich Regierungschef. Wie in Amerika. Ne? Also man denkt sich auch immer wieder, Moment mal, der Präsident ist ja auch gleichzeitig der Regierungschef. Viele wissen das wahrscheinlich nicht. Ja, ist er. Er ist gleichzeitig der Regierungschef in Amerika. Was, glaube ich, viele irgendwie auch nicht checken. Obwohl man checkt auch in Amerika das Wahlsystem nicht. Beziehungsweise wie man wählen geht. Das ist ja genauso verwurstelt wie die Frage, ist Obama oder Trump jetzt auch Regierungschef? Und da denkt man sich auch immer wieder, und ich habe mich auch früher immer wieder gefragt, vor 10, 15 Jahren, wo ich sowieso mit Politik
überhaupt noch nichts am Hut hatte, aber mich so langsam dafür interessieren wollte, Nachrichten geguckt habe, habe ich mich auch immer wieder gefragt, gibt es in Amerika neben dem Präsidenten auch so eine Art Bundeskanzler? Und irgendwann habe ich dann einfach mal in der Schule mal meine Lehrer gefragt und es hieß, nein, der Präsident ist gleichzeitig, in Amerika ist gleichzeitig auch der Chef der Regierung. Und so ist es halt, ne? Also so will das dann auch Erdogan haben. Viele sagen natürlich, geradewegs die Opposition in der Türkei sagt, nein, das ist nicht gut. Erdogan wird mehr Macht haben. Erdogan kann viel mehr machen. Klar ist natürlich, ne, er will halt seine Macht ausweiten, was natürlich auch klar ist, kann er ruhig machen. Problem ist halt dann natürlich, hängt davon ab vom türkischen Volk, weil das Parlament hat zugestimmt, natürlich mit der Mehrheit, die natürlich nötig war. Jetzt soll das Volk abstimmen und mal schauen, was es sein wird. Also ich bin noch nicht so genau gespannt, was es natürlich sein wird. Und ich denke mal, es wird Richtung Präsidialsystem geben. Aber ich wäre auch verwundert, wenn auf einmal das Volk Nein sagen würde, weil das wäre eine wirkliche Klatsche für die AKP. Und das würde eigentlich auch dann bedeuten, dass theoretisch gesehen eigentlich die Regierung und der Präsident zurücktreten müssten. Ja, aber das Volk sagt nicht Nein. Nee, das Volk wird bestimmt nicht Nein sagen. Weil es gab mal irgendwie eine Umfrage die Tage, wo es hieß, die Türken in Deutschland wollen das nicht, aber das kann auch wahrscheinlich nur gewesen sein, weil man sich gedacht hat, auch man fragt halt Erdogan-Anhänger nicht. Und es gibt halt Pro und Kont und also für und gegen Erdogan-Anhänger in Deutschland. Und das ist halt dann natürlich so gesehen halt auch eine unnötige Frage, muss man so sagen. Ja, dann würde ich auch mal sagen, wir kommen mal zu einem anderen Thema. Weiterhin politisch. Was gab es eigentlich sonst noch so in diesem Monat? Ich frage mich gerade so, gab es irgendwie tolle Spiele oder so? Gucke ich gerade mal nach. Tolle Spiele? Ja, tolle Spiele im Februar. Ich weiß so. Nur, dass Pokémon Go jetzt auch die Pokémon der zweiten Generation hatte. Also Pokémon, Zelda... Ja, das, wir haben ja jetzt März, das kommt ja alles. Resident Evil. Nee, ja, genau. Das kommt im Januar raus schon, ja. Oder? Januar. Resident Evil glaube ich. Ich glaube, Resident Evil kam schon im Januar raus. Ja, meine ich aber auch, ja. Resident Evil, aber was soll's, man kann auch immer wieder darüber reden. Über was man natürlich auch reden kann, ist beispielsweise, dass, das schaue ich mal geradewegs nach, und zwar nämlich, können wir auch mal zum Brexit schauen, weil ich mir mal so gedacht habe, denn da ist es auch ein bisschen ziemlich ruhig geworden rund um den Brexit eigentlich, und ist natürlich klar, das Unterhaus hat ja natürlich dafür gestimmt, das Oberhaus mit den ganzen Lords hat dagegen gestimmt, also nicht gegen den Brexit im Allgemeinen, sondern gegen das Brexit-Gesetz, weil es gibt ja unzählige EU-Ausländer, muss man ja sagen, nicht Ausländer im Allgemeinen, sondern EU-Ausländer, die in der EU leben oder in der EU geboren sind, aber in Großbritannien arbeiten, und da soll es natürlich denen halt besser gehen, und die Lords haben dann wenigstens als Einzige gesagt, ändert das mal schön, um natürlich dann nicht zu sagen, hier, dass dann die EU-Ausländer irgendwann dort stehen und sagen, ja, nee, wir müssen raus, weil wir sind hier nicht mehr willkommen. Weil der Brexit klingt auch ungefähr so. Man denkt, man fragt sich immer noch, wie soll sowas funktionieren? Wie soll so ein Brexit funktionieren? Das ist halt immer wieder etwas Besonderes. Jetzt weiß ich, über was wir noch reden könnten. Es fällt mir gerade ein, indem ich jetzt hier einfach das Bild auf Wikipedia von Frank-Walter Steinmeier sehe. Ah, ja. Die Bundespräsidentenwahl, die war ja dieses Jahr auch noch. Also diesen die Monat war ja auch spannend. Oh. Ja. Spannung in Bellevue. Ja, was ich ja auch recht lustig fand, unter anderem ist ja einfach so, dass die Bundespräsidentenwahl auch wirklich nicht spannend war. Also klar war natürlich, klar war sowieso, Steinmeier wird es, aber, und das ist ja das große Aber gewesen, wie viele Stimmen für ihn? So, die Bundesversammlung natürlich, klar, zum ersten Mal war die AfD auch mit dabei, die ja auch einen eigenen Kandidaten gestellt hatte. Es gab auch andere Kandidaten, es gab ja Christoph Butterwegge, es gab ja Alexander Holt, ne? Mhm. Alexander Holt, wer kennt den nicht, ne? Also das ist schon, also, ich frage mich, ey, also wirklich, Alexander Holt, als ich das gelesen habe, dass er kandidiert, da habe ich wirklich gedacht, seriously? Alexander Holt, Richter Alexander Holt. Ja, der ist doch schon seit mehreren Monaten oder Jahren in Bayern, bei den Freien Wählern, glaube ich. Ja, der wird ja von den Freien Wählern in Brandenburg, da heißen sie ein bisschen anders, aber auch in Bayern unterstützt und auch als Kandidat gewählt, weil auch natürlich die kleineren, also für die, die es immer noch nicht wissen, schaut mal bitte das Thema vom, die Wahl war am 12., also vom 10. Februar an.
Da habe ich es nämlich nochmal genauer ausführlich erklärt, wie die Bundesversammlung funktioniert. Sie besteht aus dem Bundestag und aus den Bundesländern, also aus den Landtagen und Bundestagen der jeweiligen, also die Abgeordneten aus Bundestag und und Landtag. Dazu sind auch noch Prominente eingeladen worden. Am auffälligsten war Olivia Jones. Das ist die, und Bundestrainer Joachim Löw war dabei. Veronika Ferres war dabei. Echt, als ich Veronika Ferres über Politik reden hörte, als sie über Politik geredet hat, ich habe echt gedacht, wow, eine Veronika Ferres hat ihren Text toll auswendig gelernt. Weil ich echt gedacht habe, Alter, es ist eine Schauspielerin, okay, die könnte auch Angela Merkel spielen oder so, also es ist, ne, wer weiß. Joachim Löw war auch dabei, der Bundestrainer, wer war sonst noch dabei, ich weiß es jetzt auch nicht, mal gucken, vielleicht steht das sogar mit dabei. Ich glaube nicht. Also ich weiß, dass unter anderem Martin Sonneborn dabei war, dessen Vater ja Engelbert Sonneborn von den Piraten gewählt wurde. Also man weiß jetzt nicht, ob die Piraten auch so eine Art Satirepartei wie die Partei ist. Naja, ich sage ja mal so, das sieht man so oder so. Und es gab halt natürlich viele Prominente, die dabei waren. Welche das jetzt waren, das versuche ich gerade ein bisschen rauszusuchen, aber da finde ich leider jetzt nichts. Also es gab unter anderem, wie schon gesagt, es war der Bundestrainer war da, es war Veronika Ferres war da und so weiter und so fort. Und ich bin Liste der Mitglieder, da haben wir es jetzt wahrscheinlich. Boah, nee, das ist, da muss ich mal ganz kurz gucken. Landestag, Bundestag, da gibt es einen Wikipedia-Eintrag, den kann man sich mal einfach mal raussuchen. Ich gehe mal gerade durch, das ist aber eine lange Liste, meine Güte. Landtag, Bundestag, Landtag, Bundestag. So, da haben wir es jetzt. Ich lese mal ein paar vor. Unter anderem Raik Anders, der auf YouTube eine tolle Sendung macht. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sie heißt. Jung und naiv von den Piraten. Nee, Raik, ah, nee, nicht Raik, Entschuldigung. Das Headlines. Das Headlines, ja. Entschuldigung, ich Idiot. Ich schäme mich gerade. Ja, den ich eigentlich auch irgendwie nicht leiden kann, weil für mich ist Raik Anders auch so eine Art, ich kann ihn gut leiden, also er ist ein guter YouTuber, so sage ich das mal. Aber ist zum Teil auch für mich wie so ein Satiriker oder sowas. So, Iris Berben war dabei. So, wer noch? Katja Epstein. In Klammern steht hier sogar Karin Ilse Überall. Anscheinend ihr normaler Name. Veronika Ferres. Olivia Jones. Oh Gott, hier steht sogar sein richtiger, ihr richtiger Name. Thilo Jung, der hat Jung und Naiv gemacht. Genau. Der ist aber auch von den Piraten entsandt worden. Olivia Jones von den Grünen. Hätte mich gewundert, wenn von der CDU. Also dann hätte ich mir Angst gehabt. Caroline Kebekus. Mhm. Von den Grünen ebenfalls. Und natürlich Harpe Kerkeling. Ebenfalls, von der Union aber. Ich kandidiere. Ja, ich kandidiere. Ich habe noch so gewartet. Und wir haben noch einen bekommen. Horst Schlemmer. Das wäre wirklich, ohne Scheiß. Das wäre das Comeback des Jahres für Horst Schlemmer gewesen. Weiß ihr Bescheid, ich bin Horst Schlemmer. Ihr neuer Schätzelein. Bundes. Schätzelein, ich bin jetzt Bundespräsident. So ungefähr. Das wäre geil gewesen. Dann haben wir noch Stefanie Kloß, die Sängerin von Silbermond. Von der SPD. Dann Bundestrainer Löw. Von den Grünen im Übrigen. Oh, okay. Ja, ich habe mich anstecken lassen vom Kretschmann, Spätzle, nee. So, Peter Maffay. Aha. Hat man ihn überhaupt gesehen? Nein. Hat man ihn überhaupt gesehen? Wow. Stefan Raab hat das auch gemacht. Also, hallo meine Freunde, ich bin hier. Das ist immer noch der einzigste Spruch, wenn ich an Stefan Raab und Peter Maffay denke, dann weiß ich immer, wenn Stefan Raab immer, hallo meine Freunde, ich bin hier. So ungefähr, das ist von früher gewesen. Sogar der DFL-Präsident Reinhard Raubal war da. Dann Volker Pispers, dann für die Piraten. Marielle Milovic. Für die SPD. Helmut Marktwort, jetzt muss ich genauer gucken. Ich habe ja eher gedacht für die CSU, weil ich ja da mal, wo er mal behauptet hatte, was ja dann auch später stimmte, wo ja es gesagt wurde, dass Sigmar Gabriel ja als Parteivorsitzender zurücktreten wird, habe ich eher gedacht von der CSU, weil er moderiert beim Bayerischen Rundfunk einen Stammtisch am Sonntagmorgen, wo Bier gesoffen wird.
Also der politische Doppelpass, könnte man so sagen. Soll ja auch bald einen sportlichen Doppelpass, also so eine Art Fußballstammtisch beim Bayerischen Rundfunk geben, ebenfalls, glaube ich, wohl mit Bier. Na toll, reicht doch, wenn es der Doppelpass ist. So, dann haben wir noch, wen haben wir denn sonst noch hier so, oh mein Gott, also so geradewegs auch so unbekannte, Christine Urspruch ist dabei, von den Grünen gewesen, Frank Thielen, den könnte wahrscheinlich jeder von der Höhle des Löwen kennen, war für die FDP an Bord, und sonst eigentlich nicht so geradewegs jeder. Friede Springer, die Verlegerin und Vorstandsvorsitzende des Axel Springer Verlags, oder der Axel Springer Stiftung besser gesagt. Und ja, dann haben wir noch Rainer Sass. So ist der Norden, meine Damen und Herren. Oh, den mag ich, Rainer Sass. Rainer Sass. Nee, oder ist er das, Rainer Sass? Ja, das ist er, so ist der Norden. Der ist tanzt mal ab und zu mal beim NDR rum. Wo ist Google? Ja, also hat einen Sohn, ist in Stade geboren. Ist, wenn schon, wie schon gesagt, ein norddeutscher Koch, würde ich jetzt mal so sagen. Ach, der auch, okay, genau. Ja. Weiß man auch nicht. Man denkt immer, der heißt irgendwie ganz anders. Ne? Also das ist mit vielen so, die man denkt. Also sonst halt, was haben wir noch? Britta Heidemann ist dabei. Wen denn noch? Franz Fehrenbach, nee, Katja Epstein hatten wir auch schon. Und dann halt auch Christoph Butterwegge selbst ist auch als Prominenz dabei gewesen, war ja sogar auch selbst Kandidat. Und das sind halt diejenigen, die halt dabei waren und halt für den Bundespräsidenten gestimmt haben. Wer jetzt natürlich wie für wen gestimmt hat, ist natürlich jetzt nicht bekannt. Aber Steinmeier hat ja natürlich die nötige Mehrheit von, wie viel waren das nochmal, 900, also er hat eine gute Mehrheit bekommen, 74,3%, besser gesagt 931 Stimmen. Und wurde unterstützt von CDU, CSU, SPD und der FDP. Die Grünen ja eigentlich auch. Man weiß jetzt auch nicht genau, wer von den Grünen gewählt hat, ist aber auch egal. Was natürlich dann auch erstaunlich war, dass die anderen Mitstreiter auch ordentlich an Stimmen bekommen haben. So hat Christoph Butterwegge 128 Stimmen bekommen, 10,2%. Albrecht Glaser hat 42 Stimmen bekommen, 3,4% waren es ungefähr. Alexander Holt 25 Stimmen. 2% und Engelbert Sonneborn 10 Stimmen, das sind immerhin noch 0,8%. Es gab 103 Enthaltungen. Das ist schon eine Menge. 103 Enthaltungen, 8,2% und ungültige Stimmen, 14 ungültige Stimmen. Und ja, in gut zwei Wochen ist Frank-Walter Steinmeier unser neuer Bundespräsident. Und das wird natürlich dann auch eine besondere Sache sein. Eigentlich für mich war ja auch der Beste überhaupt bei der Bundespräsidentin war Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, also noch Bundestagspräsident. Denn im Herbst wird er ja aufhören, der wird ja nicht mehr weitermachen. Das hat er ja angekündigt. Und der hat ja erstens auch mal ein bisschen, sagen wir mal, für die Freiheit plädiert, gegen Donald Trump gestänkert, ohne ihn zu nennen. Und auch so gesehen gegen die AfD. Man hat es ja auch bemerkt, nachdem ja Standing Ovations gab, sind die von der AfD einfach nicht aufgestanden. Wahrscheinlich zu faul gewesen oder so. Sitze sind schon unbequem. Ja, man wollte sie schon wärmen für den Herbst oder so. Kann auch möglich sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, es ist aber auch. Es war ja klar, dass Steinmeier gewinnt. Also, ich habe ja. Es haben viele ein Bromborium darüber gemacht. Ich habe ja auch ein großes Bromborium gemacht. Das ist ja klar auch der Start des Wahljahrs gewesen, muss man so sehen. Die nächste große Wahl, die jetzt stattfinden wird, wird im Saarland sein. In nicht mal mehr zwei Wochen, glaube ich sogar. Mhm. Und da werden wir auch darüber berichten. Wir werden es aber nicht in dem Umfang machen, wie wir es hier in NRW vorhaben und im Herbst zur Bundestagswahl. Also es wird ein Wahl-O-Mat-Thema geben, wie immer. Es wird danach noch eine Nachwahllese geben. Es wird ein DERCHO-TV-Spezial am Abend geben, ungefähr, weil Saarland, das ist eines der kleinsten Bundesländer. Da ist nach zwei Stunden, glaube ich, das Endergebnis schon. Ja, Saarland, da wohnen ja nur drei Leute. Und der Herr Körber. Ah ne, der wohnt in München, ja. Egal. Nee, der ist noch gemeldet, dann sind es vier. Okay, dann sind es vier und 79 Kühe. Okay, alles ja, klar. 79 Kühe. Das ist ja, okay. Dann eigentlich ja dann 78 Kühe, wenn wir die Medienkuh so mit dazuzählen. Boah, Grüße gehen raus. Ja, an die Medienkuh. Bester Medienpodcast der Welt im Übrigen. So, nach uns. Ja, wir sind ja ein Podcast. Wir sind ja alles. Wir sind ja alles Podcast. Das schreibe ich. Der Show TV Podcast, der alles Podcast. Oder wir könnten ihn auch so nennen. Wer alles Podcast von der Echo-TV. Zur ja. Ramsch. Egal, nee, lassen wir das. T-Shirts machen wir. Alles. Alles. Wir hauen ja alles raus. Der neue Slogan von der Echo-TV. Der Echo-TV. Alles.
Alles kann, nichts kann. Alles, nee, das ist ja ein anderer Spruch von einem anderen, von einem Websender, den wir alle lieben und lernen, schätzen wollen und so. Aber mal abwarten. Also, ich kann euch nicht viel versprechen über die ganze Sache. Generell weiß man ja auch ganz genau, dass ja die SPD immer noch in ihrem Umfragewahl ist. Umfragewahn passt ja besser. Ich bin mir auch mal sicher, dass es auch noch weitergehen wird. Klar ist natürlich, ich könnte auch schon wieder stundenlang über die CDU und geradewegs über die CSU herlästern, aber ich habe nur so in den letzten 2-3 Wochen überlegt, das ist nicht mehr mein Stil. Man kann kritisch... Im Sommer ist es eh vorbei. Ja, ist es eh vorbei. Man weiß doch eh, wie es abläuft, und geradewegs hat sich ja die Union da auch, sagen wir mal, selbst verschätzt, weil sie gesagt haben, ja, wir wollen keinen Wahlkampf wie in Amerika führen, obwohl die Union versucht das gerade. Ja, genau. Das ist eigentlich nur noch Facepalm hoch 10. Also man könnte wirklich 2 Stunden lang diese Facepalm-Sequenz von Die nackte Kanone 33 1/3 einfach laufen lassen. 10 Stunden. Ja, der Schulz-Train, der läuft und rollt und rollt. Der Hype-Train namens Schulz läuft immer noch so wie der Hype-Train namens Nintendo Switch. Also. Ah, oh, hör mir bitte bloß auf. Ey, du, ich hab die selbst nicht, und ich hab da jetzt schon Unboxings heute gesehen und wie man mit der spielt und alles. Also ich sag, wenn ich die Switch irgendwie in der Nähe sehe, dann sage ich einfach nur... Also bei Amazon kann man die jetzt wieder vorbestellen, also jetzt Zeitpunkt jetzt, aber ich glaube, wenn nächsten Monat Mario Kart 8 Deluxe rauskommt, dann hole ich mir die. Ja. Als Zweitkonsole. Sowieso muss man ja auch mal sagen, dass ja die Switch ja auch generell, man muss es auch so sehen, eine geile Konsole ist. Also es gab ein Video, dazu habe ich auch eine News geschrieben auf derchotv.de, wie es entstanden ist, also wie die Idee zur Switch entstanden ist. Also man muss wirklich sagen, wir haben ja schon darüber geredet, dass ja die Switch quasi so gesehen alles ist von von den letzten Nintendo-Konsolen, die rausgekommen sind. Von Famicom über bis zu Wii U, ne? Also da sind Ideen reingekommen. Plus 3DS. Genau, ja, meine ich ja alle Konsolen, deswegen sind auch die Handhelds mit inbegriffen. Und sowieso... Ich sag, wenn wirklich die Switch nicht ankommt, dann weiß ich nicht, was Nintendo machen soll. Wirklich nicht. Dann weiß ich es nicht. Noch ein Pokémon. Die Switch. Also, dann läuft's. Was jetzt so von den Vorbestellern war, ging ja schon gut ab, Mama. Wir haben es ja darum gerissen, von daher. Ja. Ja, ich habe auch noch heute ein Facebook-Live-Video von Neustar gesehen. Schöne Grüße. Dass wirklich die Switch komplett vergriffen war. Die haben sich ja auch sogar Zelda vorbestellt. Selbst die Zelda-Bestellung mussten sie sich woanders holen. Mhm. Es war so vergriffen. Die waren, glaube ich, im Saturn. Also ich glaube auch Mediamarkt und so weiter. Da ist ja jetzt dieselbe Firma. Alles weg. Ja, alles weg. Also wer wirklich jetzt so sich gedacht hat, ich will Marvin darauf nicht ansprechen, deswegen ich... Weißt du, was das Problem ist? Welches? Als sie gesagt haben, ihr könnt jetzt vorbestellen, ne? Ja. Hatte ich die schon bei Amazon im Warenkorb drin gehabt. Ich hätte nur noch auf jetzt vorbestellen klicken müssen. Und dann dachte ich mir, nee, scheiße, du ziehst um, lässt es sein. Ah, hätte ich doch mal gemacht. Ich bin mir sicher, jetzt gibt bestimmt das Facepalm-Video von Die nackte Kanone 33 an. Egal. Ja, man muss auch so sehen, man muss auch so sehen, ich bin mir sicher, jetzt kommt die Switch erst heute raus, also jetzt ist sie draußen, und man wird natürlich sehen, es wird irgendwann bestimmt, Nintendo sagt es, sich ein spezielles Bundle geben mit dem Spiel, das hat man beim SNES gemacht, das hat man bei der N64 gemacht, das hat man bei der GameCube gemacht, das hat man bei allem gemacht, also wird man jetzt nicht irgendwie sagen, nö, bei der Switch machen wir das nicht, weil wir brauchen mehr Kohle. Also die Switch hat sich jetzt wie geschnitten Brot verkauft, und die wird sich auch weiterhin wie geschnitten Brot verkaufen. Es werden Spiele kommen, super Spiele, geile Spiele, und Nintendo kann sich frohlocken, und dann wird man sehen, ob Nintendo wieder die Nummer 1 sein wird, wie sie es auch früher war. Wobei es ja bei vielen so genauso wie bei mir ist, dass die dann eine reine Zweitkonsole wäre, nur für die Nintendo-Spiele, ne? Für Mario Kart, für Mario, für Splatoon, für Zelda, für Pokémon, für hast nicht gesehen. Und es ist schon geil. Also ich hab jetzt hier ein New 3DS XL rumliegen, eine PS4, eine PS2 und eine PS Vita. Die wird sich ja schon schön einreihen, so. Ja, das wäre schon mal was. Also ich möchte auch nochmal sagen, wenn ich mal so, ah nee, das kann man gar nicht sehen, wenn ich mal so ein bisschen den, da sieht man unten vielleicht eine
Super Nintendo hier so. Also, wie schon gesagt, der Hintergrund, geil. den werdet ihr bald nicht mehr so oft sehen. Also, den werdet ihr jetzt, glaube ich, noch mindestens 4, 5 Mal sehen und dann ist auch Schluss. Vielleicht auch mal bald einen anderen Hintergrund. Vielleicht bald auch mal den Podcast vom Studio aus. Aber dann müsste ich ohne Licht senden, weil sonst Marvin nur noch ein Rauschen im Hintergrund hört und ich kann ja die Rauschsequenz über Skype generell, aber obwohl es mit dem Headset hier und das Headset ist ja super und mal schauen, wie das dann ablaufen wird. Aber generell, glaube ich, merke ich gerade wegen meiner Kamera, das sehe ich gerade. Das kann Marvin leider nicht sehen, weil die Kamera lässt sich ja nicht zweimal abgreifen. Das ist irgendwie mit meinem Handy, was nicht stimmt, aber das ist ja auch egal. Nee, wir sind eigentlich auch so gesehen schon am Ende. Ich sag mal, die anderen Themen, die wir natürlich hatten, das sind alles politische Themen. Jetzt mal zum Ende nochmal so ein Schmankerl zum Nintendo Switch, dass ja natürlich alles rausgekommen ist und alles Mögliche. Ja, ich weiß, also. Man muss jetzt nicht irgendwie immer schlecht reagieren. Man bereut es. Man bereut es. Man weiß das. Man bereut es. Also, ja. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Man bereut einiges im Leben. Aber so gesehen, wie schon gesagt, wir werden noch ein bisschen hier drumherum designtechnisch für die, die auf YouTube das angucken. Also für die, die jetzt über Soundcloud hören, zuhören, was ja natürlich weiterhin auch unser Service ist. Für die, die natürlich die letzten Podcast-Aufzeichnungen gerne anhören wollen, müssen auf unseren YouTube-Channel wechseln. Wir werden natürlich im nächsten Monat noch ein bisschen dazu bauen. Wir werden wahrscheinlich vielleicht auch mal bald noch Gäste dazu haben. Gucken, wie wir das hinbekommen. Es wird auch wahrscheinlich mal auch mal einen Podcast geben, wo wir keine Bilder zu sehen haben, weil diverse Gründe, wir sind unterwegs oder so und sind mit dem Handy da und es frisst halt natürlich viel. Also ich werde ja immer dann am Laptop sitzen, weil ich das Ganze hier aufzeichne. Außerdem sei es auch nochmal gesagt, dass ihr gerne mit dabei sein dürft. Wie schon gesagt, jeder darf hier mitmachen, der gerne Themen über dies und jenes reden will. Wir werden auch mal irgendwann mal außerhalb der normalen Zeit, also jeden ersten Samstag im Monat, mal auch einen Podcast machen. Beispielsweise zur E3 wäre was möglich, zur Gamescom wäre was möglich. Das sind jetzt nur Gaming-Themen, also oder auch zur Bundestagswahl, wie schon gesagt, wenn wir bei Sportthemen sind, beim Confed Cup, das ist so ein Sportthema und so weiter und so fort. Schreibt einfach eine E-Mail an podcast@derchotv.de. Das ist ja nicht so schwer. Ich sage, ich muss die ganzen Grafiken wahrscheinlich auch nochmal reinsetzen. Das wird alles jetzt eingeblendet. Nein. Nein. Ich musste das alles einfügen und das sähe dann ein bisschen doof aus. Weswegen das jetzt erstmal so provisorisch ist, um zu gucken, erstens kommt es nicht verhakt an, also sprich diese ganzen Lags, die ich eigentlich mit dem OBS-Studio nicht sehe. Zweitens, ob das in einer guten Quali ankommt und drittens, ob es überhaupt gut ankommt. Wenn nicht, werden wir im nächsten Monat dann halt anders machen, weil ich habe erst überlegt, vielleicht Bilder reinzusetzen, damit ihr genau wisst, über was wir reden. Aber ich habe mir dann gedacht, unsere Gesichter vielleicht, damit ihr auch wisst, wem ihr eine Anzeige schicken könnt wegen Beleidigung. Immer. Ja, oder wen ihr einfach mal sagen könnt, boah, diese Hackfresse, ich sage das Scheiße her, das gibt's ja doch nicht. An Beleidigungen@derchotv.de. Genau. Wir löschen Beleidigungen gehen jetzt an beleidigungen@derchotv.de/dufotze. Ja, oder an tourette@derchotv.de. Tut mir leid, aber nein. Das ist eine schlimme Krankheit. Aber wie schon gesagt, es war mir mal wieder eine Ehre, den Podcast zu machen. Und wie schon gesagt, das muss nicht immer einmal im Monat sein, das kann auch natürlich öfters sein. Und für die, die halt gerne dabei sein möchten, alles ist gesagt, weswegen ich dann auch jetzt zum Ende komme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir, Marvin, dass du dabei gewesen bist. Ne? Wir führen es auch bald wieder ein, dass wir dann auch Whisky im Podcast trinken. Ja, bitteschön. Verstehe ich auch. Hier. Schulz und Böhmermann. Geht auch jetzt wieder weiter, ne? Ja, geht auch weiter, stimmt. Am Sonntag. Gott sei Dank, finde ich geil. Ja. Hast du den Trailer gesehen? Nee, noch nicht. Ich muss auch noch das Neo-Magazin gucken. Ich sag nur so viel, ne? Der Online-Trailer, den habe ich auf YouTube gesehen mit Uke Bosse. Das habe ich eben im Pete's mit Reddit gelesen. Rocket Beans Reddit. Ich habe auch irgendwie so gedacht, Moment mal. Weil meistens, das muss jetzt auch nochmal die Welt wissen, ich verwechsel meistens wirklich Olli Schulz und Uke Bosse. Verwechsel ich aber auch, vom Aussehen her. Denke ich mir wirklich, wenn beide im Bart stehen haben, dann denke ich mir, ja. Wer ist denn jetzt wer, ne? Ja. Hat Olli Schulz Werbung mit Dingens gemacht, mit Vettel, für Reifen, oder war das Uke? Und wenn immer Uke bei den Rocket Beans ist, denke ich mir, ja, guck mal, seine Millionen von Tirendo reichen nicht und anderen Reifenherstellern, wie auch immer. Ah, ja. Nun ja,
Wir sind am Ende des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Irgendwie wahrscheinlich über unseren Bildern oder so seht ihr dann den Link zum letzten, wenn ihr auf YouTube guckt. Sonst bei Soundcloud gerne der Hinweis auf unseren YouTube-Channel gehen, youtube.com/stercho-tv. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, hinterlasst ein Abo. Es gibt mehr als diesen Podcast. Es gibt Let's Plays, es gibt eine Retro-Sendung, es gibt dies, es gibt das. Also es ist für jeden was da, der Infotainment von Amateuren haben will. Ich sage ja eigentlich immer vom Feinsten. Ja, wir sind noch Amateure. Nächsten Monat sind wir Profis. Ja, ja, genau. Dann läuft meine Nase auch nicht mehr. Dann läuft sie erst recht. und deswegen, wie ich schon gesagt, Infotainment vom Feinsten, wollte ich eigentlich sagen. Und das sei ja natürlich, wir machen es ja nicht nur für uns, wir machen es auch für euch, damit ihr auch ein bisschen... Genau, wir machen es für euch. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Respekt. Genau. So. Little bit more respect, so, please. Erstmal mal schön die Zuschauer mal genau. Beleidigt hier. Mal die Zuschauer, damit haben wir jetzt null Aufrufe, der Podcast wird so, die Zuschauer laden wir alles zurück. Die laden wir die Files wieder hoch bei Soundcloud. Genau. Die blocken diesen Kanal, die melden sie. Und dann ist Schluss. Dann müssen wir einen neuen aufmachen. Der Echo TV 1. Ja, das ist. Nun gut, dann war es das von unserer Stelle aus hier. Beim nächsten Mal vielleicht auch mit mir hier in 16:9, damit ich mich nicht so eingeengt fühle. Oh, habe ich die Einstellung vergessen. Das muss ich, lerne ich noch mit OBS-Studio. Ja, der Fette hier muss natürlich in 16:9 zu sehen sein. Ja, guck mal, was soll ich sagen? Ne? 100 Kilo. Das ist, nein. Obwohl man mir auch immer wieder sagt, du siehst nicht so dick aus. Und wenn ich sage, ich wiege 100 Kilo, ne? Dann denken sich viele, okay, du hast den Speck sehr gut versteckt. Ich wiege 120 Kilo. Du hast den Speck sehr gut versteckt. Ja. Nun gut. Meine Lieben, das war's vom Podcast. Wir sehen uns in einem Monat wieder.